So. Triorodel! Diesmal in eine andere Richtung. So, die Frage. Geht da gegen was kaputt? Ja, hoffentlich sind sie wirklich gut versichert. Ich glaube, da rechts weiter abbiegen konnte ich nicht. So, Gärten. Aha. Sucht das Wasser dann auch sich die Gegner in der Nähe aus oder wie läuft das? Sieht kurzzeitig danach aus. So. Hackmerch! Was ist jetzt auch verschwunden? So, kriegen wir wieder Salat oder so? Zwiebeln. Okay. High Potion, gut. Ja, Wasser sah so aus, als ob es auch auf Gegner geht. Auf einen, den man anvisiert hat. Und halt sonst irgendwie sich selbst noch mal ein bisschen schützt. So. Von da kamen wir also weiter. Leider muss man hier sich immer noch mal gut umgucken. Damit man auch schön sehr viel am Anfang noch findet. Steinpilz. Okay. Ist dreimal und eine Potion. Ich habe den Steinpilz noch nicht mal gesehen, um ehrlich zu sein. Es hat einfach was dreieckig geleuchtet. Okay. Ja, ich muss aber schon sagen, wir haben schon schöne Gärten, ne? Demex, bist du das? Es sind aber keine Manieren, da einfach durchzulatschen, Sora. Someone help! Where did all these monsters come from? Und wie bist du überhaupt da oben hergekommen? These hotheads out. Hang on up there. Huh? Who are you three? Where is Hercules? Well, he was too. Nein, wir sind überhaupt keine Helden. Ja, es macht auch noch so ein bisschen AOE Damage. Boah, ich hasse es, wenn man brennt. Ah, ich frage mich so, wie die anderen Zauber von Wasser aussehen werden. Das tat vielleicht ein bisschen weh gerade. Pyrosplitter. Explodieren sie noch? Nee. War das wahrscheinlich ein anderer. Wie viel gratis HP kriegen wir in den Arsch geschoben? Schon das dritte Mal, noch nicht mal eine Welt. Keep training and one day you'll be great heroes just like Hercules. Keep training? Is it that obvious? Just for you. Hey, well, I think we all have a ways to go, but we'll get there together. Yeah, we will. Könnt ihr euch Sora mit Muckis vorstellen? Ich nicht. So. Machen wir mal eine schöne Statue kaputt, um da oben raufzukommen? Nein? Einfach um hier. Einfach nur, um in Anführungsstrichen
einen Gag einzubauen. Okay. Nehme ich. Das war aber nicht versichert. Okay. Da dürfen wir auch wieder nicht lang. Nelken. Oh. Wir rutschen hier etwas schnell runter, ne? Ich finde an sich sowas nicht verkehrt. Aber muss ich höllisch aufpassen, dass ich rechts und links nichts übersehe. Ja, ne? Erstmal nach oben gehen. Und sehr, sehr viele Gegner triggern. Goofy Bomber! Ob das überhaupt was getroffen hat? Eine schöne Frage. 6 Erfahrungspunkte bringt einer. Der schöne Loot! Gut, die Patala lasse ich mal außen vor. Verdammt. Wie gehabt, die Leute erstmal machen lassen. Und gucken, ob es was zu looten gibt. Mega Potion jetzt schon? Und das ist auch nur wegen den hier. Wait, ich konnte X machen? Wofür konnte ich X machen? Warum sind da unten noch so viele Gegner und Goofy ist da unten? Warum? Und warum bin ich jetzt hier unten? Ich brauche die Wand, okay. Schon kapiert. Darf ich mal wieder was machen? Danke. Okay, da sind jetzt keine Gegner mehr. Die sind gerade mit dem Eingangangriff anscheinend alle futsch gegangen. Wollen wir es hoffen? Ja, die tauchen natürlich erst dann auf, wenn ich hier bin, um die Bewohner zu bedrohen. Das ist mal eine andere Sache nebenbei. Ich habe schon lange kein Herd-Merch mehr gesehen. Rindfleisch. Jetzt mal ernsthaft, können wir kochen? Interessiert mich halt schon so ein bisschen. Raketentanz. Das können wir ganz umsonst ohne Mana machen. Das find, oder irgend so eine Leiste. Das finde ich ja irgendwie ganz geil. Luftkombo plus und FP gestiegen und Magie auch. Das nenne ich mal nice. So, dann müssen wir auch nur noch wissen, irgendwann. Da oben sind auch noch zwei, ne? Autsch. Hallo? Da bist du. Ne, das ist ein anderer. Wie man seine Schlüsselschwerter upgraden kann. Auf in der Luft rumzufliegen. Danke. Okay, alles gut bei euch? Potion. Jetzt muss auch hier noch jemand anfangen zu bohren. Sehr nett. Und da bin ich gekommen, ne? So, da oben. Ja, da sind noch zwei. Machen wir erstmal so ein bisschen Sachen kaputt. Das sieht wie ein großer Platz aus. Kalbfleisch. Da oben sind auch noch welche. Können wir durch? Nö. Sellerie. Und hier kann ich wieder durch. Ja gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Bewohner. Da oben ist nichts drauf. So, mit... Herk-Merch! Es waren keine Bewohner. Es war Herk-Merch. Phil, du musst auch verschwinden. Phil? Wärst du so freundlich und würdest verschwinden? Hm,
Anscheinend nicht. Okay, dann ist hier nichts weiter. Schon verstanden. Ach, das geht ja nur so kurz. Freier Fluss hier ist ja irgendwie komplett scheiße. Goofy Bomber! Es kostet halt echt kein Mana oder sonst was. Das ist sehr nice. Ich krieg nur 6 Erfahrungspunkte von denen. Von euch? Keine Ahnung, konnte ich gerade nicht sehen. 3. Okay, 3 von den Schattenbrüchen. Ich meine nicht, dass sie jetzt irgendwie alle irgendetwas könnten. Mal auch so ein bisschen den freien Fluss nutzen, ne? Wenn wir den schon gegeben bekommen. Lena, by the way, am Anfang, was hast du ausgesucht? Zwischen diesen 2x3 Entscheidungen. Ein Äther. So, dann müssen wir jetzt wieder mit dem schönen Schild spielen. Oh. Oh, die bringt Geld. Okay, 30 Taler ist jetzt nicht unbedingt viel, aber... Wo muss ich lang? Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Petersilie. Aha. Alles für einen schwarzer Trüffel. Äther in der Kiste. Hier kann ich jetzt nicht hoch. Das heißt, gleich schöne Linksdrehung machen. Ah. Okay. So, was ist hier? Das ist doch Mickey the Maus. Ach, hier hätte ich auch lang gekonnt. Ja, weiß doch keiner. Ich wollte schon sagen, hätte ich hier nicht noch... Ja, aber es hätte nichts gebracht. Okay. Nichts weiter versteckt. So, wie viele... Oh, what? Okay, das Evil Spawn Set habe ich noch nicht mal gesehen. Auch wieder neue Herzlose. Luftkombo Plus sollte ich auch mal wieder ausrüsten. Das wäre nicht schlecht. Aber dass wir so viele geile Fertigkeiten schon am Anfang einfach so haben. Das ist genial, finde ich. Auch schon so ein paar Abschlussangriffe, sage ich mal. So, dahinter ist nichts versteckt. Da können wir nicht rauf. Wait. Können wir da wirklich nicht rauf? Wait. Ich wollte da oben hoch. Nee, anscheinend wirklich nicht. Dunkelsplitter, gib mir mehr Materialien, please. Leben kann ich auch mal wieder gebrauchen. Gasse. Als ob ich mir die ganzen Orte jetzt irgendwie merke. Also der Garten war toll. Da lastet aber viel auf seinen Schultern. Jo, viel Spaß. Donald, Goofy, we gotta do this quick. Gibt es jetzt ein Zeitlimit? Warum sind es immer die Feuerdinger? Hochmagie, okay. Wenn du Gegner mit Magie Schaden zufügst, füllt sich nach und nach, achso, diese Leiste auf. Ah, okay. Das war also Hochmagie. Ich habe nie so richtig verstanden, was das war in der Demo. Aber anscheinend Hochmagie. Formänderung. Endlich. Okay, das lesen wir uns mal durch. Wenn du Gegner mit deinem Schlüsselschwert Schaden zufügst, füllt sich
über dem Kommandomenü eine Leiste und es erscheint schließlich ein Formänderungskommando. Drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Während einer Formänderung richten deine Kombos mehr Schaden an und du bekommst die Möglichkeit, verheerende Abschlussangriffe auszuführen, indem du auf Dreieck drückst. Die Formänderung ist vorbei, sobald du den Abschlussangriff ausgeführt hast, beziehungsweise eine bestimmte Zeitspanne verstrichen hast. Ja, also im Prinzip Birth by Sleep-Vergleich. Raketentanz. Und das ist quasi dann das von Donald und Goofy. Spammen wir dann einfach mal ein bisschen Magie. Wasra. Okay. Sind die dann, können unsere Zauber dann also nicht upgradet werden an sich? Zweite Form. Betäubungsschlag bekomme ich. Okay, und ich kriege Explosion am Boden. Das ist sehr nice. Nee, ich kann auch Schaltschock nehmen. Wird das besser, je mehr ich Gegner besiege? Oder wonach richtet sich das jetzt? Aber das mit zweiter Form, dass man das so lange haben kann, ist schon mal geil. Antikes Licht. Dann werden wir wohl antikes Licht sehen. Ich fühle mich irgendwie OP. Weiß nicht, woran das liegt. Je mehr abgeschlossene Kombos. Okay. Mehr FP, Abwehr und Autofinale. Diese Autodinger sind ja nicht so meins, aber mal gucken. Get the people out. Okay. Are you guys all right? You need to get to safety. Hurry. Go quickly. Scared us. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh wow, very nice. Full marks. No organization. You're Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger. Means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if.
You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Das ist ja wirklich schlimmer als Bifresli, Dream Drop Distance. Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. What reward? Kingdom Hearts? Ah, wer weiß. So, von wo bin ich gekommen und wo gehe ich hin? Dränge vorwärts, dann gehen wir erstmal zurück. So, hier ist alles eingestürzt. Hier gibt es nichts weiter und hier sind wir dann am Ende hochgekommen. Hauptstraße. Ja, okay. So, bevor wir es vergessen, wieder die Luftkombo ausrüsten. So viel FP hatten wir noch. So, Autofinale, was machst du überhaupt? Das Kommando Finale aus. Ah, okay. Das heißt, wenn ich zu spät Dreieck drücken würde, würde es einfach machen. Ja gut, brauche ich nicht. Ah, was ist sonst noch neu? Ausrüstung? Anscheinend das. So, kannst du das verbrennen? Scheint nicht so. Gut. Kaputtmacher. Pataler. Das waren 8 Taler. Die Kleintaler sehen so klein aus. Das sind 30. FP plus. So, ich sehe jetzt hier oben nicht wirklich etwas, was man erreichen will, außer vielleicht das Dachstück da oben, aber da kommt man wahrscheinlich nicht hin. Also wieder hier hin.